Willkommen zurück zu Memoria. In einer weiteren Folge in dem Point-and-Click-Adventure, was mir bisher, ich muss sagen, ja, ist recht cool. Ich freue mich aber fast schon mehr auf Nuri. Nuri, Vandella, Pustekuchen, Keks. Irgendwie so heißt das bestimmt. Wer bist du? Bist du ein Dämon? Um ehrlich zu sein, Charizard, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Auf einmal war ich hier, in der Dunkelheit, festgekettet, vor unzähligen Jahrhunderten. Du lügst doch. Keineswegs. Ich sah den Aufstieg und Fall eines jeden Staubkorns in dieser Kammer. Nur meine eigene Geschichte kenne ich nicht. Okay, warum kann ich dich hören? Wieso höre ich dich in meinem Kopf? Das kommt von eurem Blut, das ihr mir geopfert habt. Ich habe einen Pakt mit einem Dämon geschlossen? Verzeiht, ich hätte euch vorher warnen sollen. Oh. Na, mal gucken, was die Person oder dieses Wesen uns Gutes tun kann. Öffne die Tür. Du kannst das doch, oder? Ich fürchte nicht. Nein. Was kannst du dann? Ich kann das Licht entfachen und löschen und ich kann den Wächtern Befehle erteilen. Oh, nice. Wecke die Wächter und befehle ihnen, das Tor einzureißen. Aber dann lauft ihr davon und ich bleibe zurück. Es wird weitere Jahrtausende dauern, bis sich wieder eine Prinzessin hierhin verirrt. Du weißt, wer ich bin? Ja, ich habe euch vor der Grabkammer belauscht. Was haltet ihr von einem weiteren Pakt? Ich helfe euch aus der Grabkammer und ihr nehmt mich mit. Prinzessin und Hofmagier. Herrin und Diener. Zusammen erobern wir die Welt. Abgemacht. Ja, was? Sei da mal vorsichtig, Mädchen. Wer wäre so dumm, ein unheimliches Wesen wie mich so leichtfertig zu befreien? Ich nehme, was ich kriegen kann. Ihr macht mir Angst. Wir machen einem Dämon Angst, wenn es ein Dämon ist, ja? Das finde ich gut. Mache Licht. Entzünde die Fackeln. Lasst uns das gemeinsam tun, Charizard. Richtet eure strahlenden Augen auf die Finsternis und konzentriert euch. Solange ihr mich berührt, könnt ihr nicht nur mit mir sprechen, sondern auch mit mir zaubern. Ui. Ah, da unten. So, dann schauen wir uns mal die Dunkelheit an. So erblicket die Pracht der letzten Ruhestätte meines Meisters. Wow. Bei meinen Ahnen seid ihr schön. Wir haben also eine Abmachung? Ja. Ja, die haben wir. Gut. Stab befreien. Vielen Dank für das Kompliment, mein lieber Stab. Ich freue mich sehr, es zu hören, dass ich, was die Hauptcharakterin schön ist. So. Eins der Siegel hat sich nicht geschlossen. Okay, dann machen wir meinen Stab los. Du steckst fest. Ich hänge ja nun auch schon sehr lange hier. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken Ruck gen Himmel. Du erinnerst dich also an den Himmel. Den Himmel, die Freiheit, das Funkeln und Klingen der Sprache. Manche Dinge vergisst man nie. Oh, na gut, dann machen wir mal einen kräftigen Ruck. Du steckst immer noch fest. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken... Lockert die Halterung. Mal gucken. Licht ist hoffentlich jetzt ewig an. Perfekt. Die Halterung. Kommen wir da irgendwie hin? Stab. Er oder schimmert wie ein Dolch im Dunkeln. Ein Anblick, den ich viel zu gut kenne. Der Haken. Ja, stimmt, da haben wir uns ja verletzt dran. Der Dolch ist weg. Vielleicht können wir ein bisschen... Das spieren. Hilft mir auch nicht, ihn da rauszuziehen. Wollen wir uns nochmal umgucken. Verband, Alkohol, glänzende Silberschale. Ich glaube, wir gucken uns noch ein bisschen um. Hier ist ein Loch drin, okay. Sieht aus, als hätte sich etwas durchgefressen. Aha. Ist es der ehemalige Meister? Obwohl, hier sind seine Gebeine, glaube ich mal. Das ist kein Ausweg. Und auch nicht unser Ziel, Mädchen. Feuerschalen. Können wir im Raum ein bisschen weiter herumgehen? Wenn ich mich ein bisschen an den Rand bewege? Nein. Im Vordergrund, was haben wir hier? Wächterreste. Er hat den Magier und die Maske unter sich begraben. Wir können ihn doch befehligen, haben wir gesagt, ne? Ohne Kette. An einem Ende hängt der Zauberstab, am anderen eine schwere Metallkugel. Wo ist denn die Metallkugel? Ist sie hier unten irgendwo zu sehen? Weil sie guckt nach hinten. Und nun? Wohin damit? Ah, hier ins Loch. Das würde klappen, wenn die Kugel den Stab nicht mit in den Abgrund reißen würde.
Vielleicht durch die Ringhalterung erstmal? Ach, natürlich, kleiner Hebel. Oder? Nee. Jetzt vielleicht unten rein? Dass der Stab irgendwie am Ring hängen bleibt? Ich weiß gar nicht wie, aber mal gucken. Aha, so, na gut. Dann würde ich mal behaupten, wir nehmen uns den Stab jetzt irgendwie raus. Ich hoffe, ich weiß, was ich tue. Oder er knackt dir jetzt so durch. Ja. Sauber. So, ich habe dich befreit. Was nun? Nun habe ich endlich Beine und bin nicht mehr allein. Ich meine, wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Diese Mauern sind unentrinnbar. Aber du sagtest... Ach, Charizat. Wir befinden uns hier im dunkelsten Loch, das die Welt nie kannte. Hier bedeutet doch nichts, gar nichts. Schon gar nicht ein Versprechen von einem Stück Holz an eine Todgeweihte. Aber lasst uns dennoch Freunde sein. Wir können mit dem Licht spielen oder die Wächter wecken oder... Wenn du es nicht machst, ich werde mich an unsere Abmachung halten. Ich werde einen Weg hinausfinden. Und wenn du mir dabei hilfst, werde ich dich mitnehmen. Charizat? Und hör auf, mich Schmetterling zu nennen. Ich bin kein Schmetterling und wir sind auch keine Freunde. Von nun an tust du, was ich dir sage. Und wenn nicht... Werfe ich dich in ein noch tieferes Loch, wo dich wirklich niemand mehr finden wird. Wie ihr befiehlt, Herrin. Ihr seid zu gütig, Herrin. Oh Mann. Werfe ich in ein noch tieferes Loch. Oh Mann. Brüchige Wand, da können wir mit dem Wächter vielleicht... Wächterreste glühen da auch. Die Glieder des Wächters haben ihn... Die Glieder des Wächters haben ihn elendig erdrückt. Nein. Er ist unter dem Wächter begraben. Mit Magie bekäme ich ihn vielleicht... Komm, wir probieren es einfach mal. Ach, müht euch nicht ab. Wozu habt ihr mich? Den mächtigsten Magier, den diese Hallen je gesehen haben. Du kennst nur einen Zauber. Aber der ist vielseitig einsetzbar, meine ignorante Herrin. Dann lass mal schauen. Aktivieren. Psst, beweg dich. Das war schnell. Die Maske hat er in der Hand, aha. Erstmal den Magier. Er hält noch immer die Maske. Und Haruns Dolch. Er ist Ihr noch lebt da. Noch? Nehmt die Maske. Bringt sie fort. Beruhigt euch. Sammelt eure Kräfte. Herrin, seht ihr nicht? Er ist so gut wie tot. Hast du kein Mitleid? Habt ihr? Ja. Wohin muss ich die Maske bringen? Nach Draconia. Zum Prinzen. Zum Prinzen? Welcher Prinz? Ich weiß. Galved? Geron. Seid ihr noch da? Oh. Er lag blutend am Boden und ihr löchert ihn mit Fragen? Ihr hattet wirklich kein Mitleid, nicht wahr? Doch. Aber es hätte zu nichts geführt. Es hätte euch menschlicher gemacht. Sagt ein sprechender Stab. Oder ich werfe ich euch in ein noch tieferes Loch, wo euch wirklich keiner findet. Ich bin euch zu Diensten, meine Herrin. Fand ich so geil, den Spruch. Okay, dann haben wir hier irgendwo noch eine brüchige Wand. Wo war denn dieses Loch in der Wand? Sehen wir das irgendwo von hier? Da können wir vielleicht mit dem Stab irgendwas... Ach, hier, guck mal. Erstmal Rechtsklick. Das bringt mich nicht weiter. Durchgucken. Der Typ ist weg, okay. Ich sehe nur lauernde Schemen. Für alles Weitere brauche ich Licht. Na, gucken, ob wir das irgendwie auch mit ihm hinbekommen. Mache Licht. Richtet meinen Zauber auf eine magische Feuerquelle. Und euer Wunsch ist mir Befehl. Ich sehe keine. Das liegt daran, dass es hier keine gibt. Doch, hier. Mache Licht. Richtet meine... Ich sehe keine. Das liegt da... Dunkelheit. Können wir das irgendwie... Es liegt da... Achso, dass es keine gibt. Da würde ich sagen, wir schmeißen den Verband einfach rein. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Oder ich gehe mal kurz zurück. Es gibt keine Feuerquelle. Also müssen wir irgendwas durchschmeißen? Nein. Um eine Feuerquelle zu bekommen. Dann schaue ich mir eine brüchige Wand erstmal an. Irgendwo war hier doch ein Lichtspalt. Ja, da hat sie recht.
Ich kann den Spalt nicht mehr finden. Dann müssen die Feuerschalen mal ausgemacht werden. Sie sind zu groß und zu schwer. Mein Wille allein reicht nicht, um sie zu bewegen. Denn vielleicht der Wille mit dem Stab. Es werde ewige Nacht. Ewige Nacht. Du kannst sie doch jederzeit wieder anschnippen. Herrin, ich weiß, ich bin kein Poet, aber bitte lasst mir meine Poesie. Poesie. Lichtspalt. Dann schauen wir mal. Da ist irgendwo ein... Ja, hatten wir schon. Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Was haben wir denn noch dafür? Nehmen wir mal den klebrigen Dolch. Perfekt. Können wir durchgucken? Hier ist der Wächter. Ja, stimmt. Ach, guck mal da oben. Dann wollen wir mal probieren. Wir haben doch den Stab hier. Wir können doch ihn bewegen. Wecke ihn. Was soll er tun, Herrin? Er soll... Nein, das ist es nicht. Harun runterholen. Damit er in Ruhe... Aber nee, gut. Im Boden? Oh. Kannst du dir dein Bein wieder rankleben? Nee. War auf die Felswand vielleicht. Huch. Nochmal? Kannst du nicht irgendwie... Nee. Habt ihr ihn nicht schon genug gequält? Er ist doch nur ein Monstrum. Geschaffen, um blindlings zu kämpfen und zu töten. Ja, armer Abu. Der hat einen Namen. Da kommt auch er nicht heran. Dann schau dir mal die... Ah, die Feuerschale! Nach... Zum Säuleneingang, genau. Wirf! Perfekt, ich danke dir, mein Lieber. Der Stab hat bestimmt irgendwas... Es ist so still. Ich kann mein eigenes Herz schlagen hören. Noch. Noch. Der Stab ist bestimmt nicht gerade der netteste. Er gibt's vielleicht vor zu sein, aber bestimmt ist da noch irgendwas, was da nicht so koscher ist mit ihm. Es werde Licht. Eine herrschaftliche Grabkammer. Nur für euch. Das werden wir noch sehen. Nein, ich werde rausgekommen, mein lieber Freund. Ich werde hier nicht zugrunde gehen. Wo ist die Feuerschale? Da ist die Feuerschale. Super. Dann macht mal ein bisschen Licht. Juhu! Käferbein. Ihn hat es auch erwischt. Ich hoffe, wenigstens Rachwan konnte fliehen. Ja, so wie es aussieht, ja. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Ein Wächter schaltet beide aus. Aber vorher schnetzeln sie sich durch tausende, oder ich weiß ja nicht, wie viel durch viele Wächter durch. Das ist ja, oder, na gut, vielleicht haben sie nicht richtig aufgepasst, muss ich mal zu sagen. Okay, mal gucken, was der Wächter machen kann. Wache auf, mein Freund. Nimm dir mal den Arm. Ach so. Ich verstehe. Käferbein. Kommst du damit dran? Oh, cool. Ich komme immer noch nicht heran. Was haben wir denn hier noch? Kann ich den Arm vielleicht beleben? Irgendwie? Ja, geil. Käferbein. Stopp. Der Arm soll das Bein nehmen und es zu mir hochwerfen. Ihr wisst, welche Kraft die Wächter haben. Bevor er es in der Hand hat, wird er es zerdrücken. Überlegt euch etwas anderes. Dann nehmen wir den Zierbogen. Er hält sich fest. Und nun? Käferbein. Stopp. Der Arm soll... Ihr wisst, welche Kraft die Wächter haben. Bevor er es in der Hand... Überlegt euch... Was macht er jetzt? Kann er irgendwas mit dem da machen? Mit einem Bein käme er vielleicht dorthin. Aber er ist doch nur ein einfacher Arm, meine Liebe. Mit dem Grabeingang. Probier mal was aus. Er macht zumindest was. Mit dem Boden? Ihr wollt ihn wirklich zerquetschen? Nein. Nein. Das hätte er nicht verdient. Ich habe nur ausprobiert, Käfer. Da kommt auch er nicht heran. Was kann man noch machen? Ein süßer kleiner Wurm, nicht wahr? Er erfüllt seinen Zweck. Hey, hey. Ich probiere nochmal den Wächter hier vorne. Oder ich werfe ihn was runter. Maske, Verband, Alkohol, klebriger Dolch. Klebriger Dolch? Pass auf, ich versuche mal raufzuwerfen. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, wenn ich den klebrigen Dolch auf den raufwerfe, würde doch eigentlich funktionieren. Würde dran festkleben,
Der Arm nimmt sich den Dolch und wirft den Dolch mitsamt des Beins hoch. Würde eigentlich gehen. Glänzende Silberschale. Ich darf jetzt nicht... Kannst du durchwerfen? Nicht. Um hier rauszukommen, muss ich schon zu härteren Mitteln greifen. Ja, da war doch der Arm. Hätte er ja gut gegenschlagen können. Kann er noch was machen? Den Resten von Wächtern, ey. Den Säulen. Nein. Den Boden? Das gleiche wie mit den Säulen. Kommt er irgendwie rüber? Da kommt auch er nicht heran. Er kann sich doch ziehen. Da kommt auch er. Über den Boden ziehen. Da kommt auch... Nee, okay. Dann ist irgendwas mit dem Arm dann noch. Oder mit dem Stab dahin? Der Stab hat genau die richtige Länge. Ich nehme das als Kompliment. Aber in seiner jetzigen Form ist er als Kescher völlig ungeeignet. Dann vielleicht mit etwas Verband. Was macht ihr da? Ich kann nichts erkennen. Ich wickel Verband zwischen deine Hörner. Warum? Das wirst du schon noch sehen. Einmal hat gereicht. Perfekt. Und jetzt haben wir... Ah, guck mal, mit Verband. Ans Käferbein. Juhu! Sauber! Geschafft. Muss ich euch darauf hinweisen, wie demütigend das war? Nein, das war mir schon bewusst. Aber irgendwie müssen wir ja entkommen, lieber Stab. Du willst doch auch wieder den schönen Himmel sehen. Und ob wir denn demnächst wieder den Himmel sehen? Das sehen wir in einer weiteren Folge von Memoria. Und dann in der nächsten Folge werden wir das Käferbein ansetzen. Aber erstmal hier, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Memoria. Tschüss.